So, weiter geht's. Was ich bei diesem Spiel noch erwähnen wollte, weil es einfach erwähnt werden muss. Dankeschön. Blöde Kamera, blöde Kamera. Dass ich habe das ganze ganze Zeit das Gefühl, dass ich das Spiel nicht ausreichend kommentiere. Ich meine, ich laber zwar sehr viel, aber ich sage ja in der Theorie nichts. Aber man muss auch einfach dazu sagen, man kann dieses Spiel nicht wirklich kommentieren. Egal, wie man es versucht oder macht. Man kann einfach nur versuchen, das Game zu zocken und es zu genießen. Und das mache ich hier. Da haben wir ihn, ja. Wir haben immerhin noch 1000 Punkte. Wir haben einfach zu lange gebraucht, ihn zu finden. Deswegen verzeiht, wenn ihr denkt, ja, ATF, du hättest mal noch dies, das oder das sagen sollen. Ich habe da eine ganz bestimmte Kritikerin im Auge. Mann, spring doch, du Penner, Mann. Oh. Wenn ich dir also zu wenig kommentieren sollte, dann verzeih mir bitte, oder falsch kommentieren sollte. Man kann dieses Spiel aber nicht gut kommentieren. Aber man müsste so viel Story, so viel Fanfic wissen, so viel Liebe in so wenig Sätze und Parts quetschen, das geht einfach nicht. Deswegen, schaut euch das an, spielt es selbst, genießt es und sagt mir hinterher, wenn ihr das Spiel durch habt, dass ihr kein Sonic-Fan seid. Ich meine, dieses Spiel überzeugt jeden. Ich kann mir nicht mal vorstellen, dass Ego-Shooter, Klischee-Noob sagen würde, doofes Spiel, Alter. Ich verarsche Alter, sag mal die ganze Zeit Mann, wenn ich in der Freizeit bin. Das ist so furchtbar. Da hinten. Na, hab ich recht? Hab ich recht? Recht, oder? Nein, ich habe nicht recht. Es ist immer relativ simpel, wenn ihr das Schloss von den Berg abgeflogen seid, dann kann der Emerald eigentlich nur auf einem dieser äußeren Pfosten sein, wovon es drei Stück gibt. Das hier ist der zweite. Ich gehe mal davon aus, dass er auf einem der Pfosten ist. Und der andere ist dann hinter dem Berg. Ich bin schon 4 Minuten hier. 4 Minuten meines... Ne, 5 Minuten meines Let's Plays habe ich schon nirgendwo verschwendet. Lass mich recht haben. Lass mich recht haben. Komm schon, lass mich recht haben. Nase! Das ist nicht... Oh, Mann, schon muss er dann doch oben auf dem Schloss sein. Ich gleite langsam meinen Tod entgegen. Nur kurz zur Vorstellung. Sonic ist ein Igel, 15 Jahre alt. Tails ist ein Fuchs, 9 Jahre alt. Neun Jahre alt. Amy ist ebenfalls eine Igelin. Zwar eine andere Rasse, aber auch Igelin. 12 Jahre alt. Knuckles ist 16. Rouge ist 18. Und Shadow unbekannt. Warum unbekannt? Werdet ihr noch sehen, wenn wir mit dem Spiel. Wo zum Geier? Da. Hab ich mal eben schon gesehen. Jetzt kurz. Ich bin nicht eingestellt, oder? Blöde! Bitte schön, schoner Mann! Mann, den Gag, Kurse, wenn. Komm schon, war hier irgendwo noch ein Wand? Achso. Fucking Emerald, where are you? Okay, dann gehen wir eben doch mal. Ja, spring noch! Danke, Knuckles! Das ist so ein Moment, an dem man denkt, ja, die Spielcharaktere geben sich auch Mühe, weil sie das Level auch schaffen wollen. Ich weiß, bei anderen Stellen, wo man denkt, ja, die Charaktere können sich festhalten oder können dies oder können das machen, dann machen die das immer nicht. Dann sage ich ja, okay, der Charakter hilft auch nicht mit, das zu schaffen. Also seht, der Zug fährt jetzt hier rein, jetzt haben wir hier zum Platz. Aber irgendwann wird das jetzt nicht wirklich weitergeholfen. Oh, lol. Ich sagte lol. Dankeschön. Das ist nur Rang B, weil ich den zweiten Bonus verpasst habe. Oh Gott, ich habe nicht mal 10.000 Punkte. Not too bad. Verloren. Beautiful. Na gut, aber das haben wir auch hinter uns. Das ist Gott sei Dank das drittschlimmste Level von Knuckles. Wenn man bedenkt, dass er nur 4 hat, das spricht das Bände, meine ich. Citizens of Earth. Lend me your ears and listen to me very carefully. My name is Dr. Eggman, the world's greatest scientist, and soon to be the world's greatest ruler. Now witness the beginning of the greatest empire of all time.
never gives up. But how did he manage to harness all that energy? It's got to be the Chaos Emeralds. Yeah, that's the reason they were looking for him. Tails? The Chaos Emeralds are like magic. They have the power to attract each other. I can use that to fight for Eggman. Ihr drei, das beinhaltet mich. Das ist so geil. Ich habe so ewig gebraucht, um diesen Gag zu kapieren. Und deswegen, was soll ich da groß noch zu der Story sagen? Wir sehen, die drei haben das jetzt eigentlich ganz ordentlich erklärt. Eggman hat diesen Felsen in der Luft gerade mal zu der Basis umfunktioniert und damit die Hälfte des Mondes weggesprengt. Und wir wollen jetzt versuchen, den... Au! Effekte der Chaos Emeralds, nämlich, dass die sich gegenseitig anziehen, zu nutzen, um ihn aufzuspüren. Wobei ja klar sein müsste, naja, okay, machen wir es einfach mal. Ein Schauschlüssel. Moment. Das hätte ich gar nicht schaffen dürfen. Das hätte ich gar nicht schaffen dürfen. Ich brauche noch ein Ei. So hätte ich nämlich jetzt hier auch ohne die Gleitschuhe da hinten hinspringen können. Weil, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber eigentlich schafft man das auch so nicht. Nur mit dem Laufen. Booster! Jetzt haben wir nämlich die Düsen. Ich weiß ja nicht, warum die jetzt auf den Gedanken kommen, ja, Eggman benutzt die Chaos Emeralds für die Kanone, aber nicht auf den Gedanken, ob er vielleicht oben bei der Kanone ist. Das fand ich dann doch ein bisschen albern, aber man kann auch alles tun. Wow! Aber ganz ehrlich, alles muss man ihm lassen. Eggy hat echt Style. Also richtig Style. Dance in Kitty Cat. Lots of Roms, nur sonst. Auch hier wieder dasselbe Prinzip, schön viel Targets nehmen und dann einfach alles wegpusten. Wow, wow, aber knapp werden können. Mission Street ist eigentlich mit Tails mein Lieblingslevel, weil es einfach nur auf und ab und auf und auf geht. Hat halt irgendwo in einer miesen Hülle eingeschwänzt oder so. Und es vom Schwierigkeitsgrad her eigentlich relativ simpel ist. Sehen wir diesen Gegner, der da eben erscheint, diesen unsichtbaren, kriegen wir 1000, 2000, 5000? Wir kriegen auf jeden Fall einen Bonus. Ich weiß gar nicht, wie hoch der ist, aber Bonus ist Bonus. Schön hier am Rand gehen, auch wenn das hier nicht irgendwo ins Loch stürzt. Ansonsten ist dieses Level eigentlich auch selbst erklärt. Hier ist wieder klar, grauer Boden bedeutet Abdorz. So, hier haben wir übrigens Omochao. Das ist der meisterhasste Mini-Sonic-Charakter, den es gibt. Er ist unser Erklärer hier in diesem Spiel. Er nimmt also im Prinzip die kalte Rolle aus dem ersten Teil ein. Wobei mir ganz gesagt ein fliegendes Leuchten ist etwas mit Tikals Stimme besser gefallen hätte als ein nerviges kleines Omochao. Wenn ihr euch mal einen Spaß machen wollt, dann geht mal bei Google oder DeviantArt.com Omochao ein. Also Robochao quasi auf Japanisch. Ihr werdet euch totlachen, der ist ja so verhasst, weil er ist. Na, egal an welcher Stelle, egal worum es geht oder egal was man macht. Omochao! Oh mein Gott, das ist eine Tierbox! Ich habe ein Hähnchen eingesammelt. Für die Chao Drives, also diese komischen Stelzen sind, die ich hier einsammle, beziehungsweise die Tierchen, werde ich euch noch erklären. Jetzt habe ich hier erstmal die Plattform ausgeschaltet und die Plattform. Plattform. Ein interessanter Gedankengang, den ich weiter verfolgen muss, wenn ich gerade mal das Pass ausmache. Das ist doch geil hier. Miles Tails Power. Wanted. 1 Million. Stehen wir überhaupt auf der. Oh, klar, wir haben Prison Island. Ich denke, hey, wir stehen hier eigentlich auf der Abschlussliste und nicht Eggman. Das kommt mir eigentlich so ganz normal eben die Frage so. Hey, wieso werden wir eigentlich verfolgt? Und so. Okay. Wir waren da, als die Insel die Luft geflogen ist. Wir haben einen Schwerverbrecher rausgeworfen. 1 Million. Nett, ey, ich bin 1 Million Penny wert. Yippie. Da die Eisenkugel sind wir leider noch nicht zerstören. So, fehlt uns noch die entsprechende Fähigkeit. Ich bin hier auf schnellen Fuß unterwegs. Mal sich da auch gleiten müssen. Aber was heißt schon normalerweise? Das wäre äußerst episch, wenn ich dieses Spiel schaffen würde, ohne einmal zu sterben. Allerdings glaube ich das nicht. Hier muss ich jetzt erstmal sterben. Oh! Hier, wenn ich gerade so nachdenke. Heiliger Scheibe. Bam. Heiliger, mein Gott. Ich habe nur gerade eines.
vorletzte Level von Sonic gedacht, weil es ist das vorletzte Level von ihm ist wesentlich schwerer als das eigentlich letzte. Und da werde ich auch mit Sicherheit aber sterben. Wenn ich schaffe, bis ins letzte Level um zu sterben zu kommen, werde ich schon noch irgendeine Wette aufbauen. Zumindest sagen, ja, macht ihr das? Nein! Und tschüss! Scheiß auf die Punkte, scheiß auf den Erfolg, ich will hier nur durch, damit ich die Story zeigen kann. Mann, das Spiel geht so schnell voran, Mann. Ich versuche im nächsten Part nicht einmal Mann zu sagen. Was kommt jetzt? Wir sind jetzt entkommen. Von Gun, ich glaube, es kommt nochmal Knuckles, kann das sein? Ach, Ciao World. Ach ja, die liebe Ciao World. Die muss jetzt erstmal erstellt werden. Ciao, Datenmenge gespeichert. Dons, rickety gat. Dons, rickety gat. Dons, dons. Und Pause. Ja, machen wir kurz einen Ciao-Lobby-Part. Ich danke fürs Zusehen und sage Bye-bye.